So, mein Handy mit Internetzugang war wieder an. Man ging bei uns fast 13 Jahre in Routine über und das sind die normalen Machenschaften, die wir erlebt haben. Natürlich haben sie nicht vergessen, diese Idioten in den Behörden und Pennern, die uns zu Pennern machten. Wir müssen hier rumlaufen wie Penner. Alles ist kaputt. Alles ist kaputt. Unsere neuen Hosen haben sie uns wieder eingefärbt, einfach im Geschäft. Und man verdrängt alles und weiß davon gar nichts und fühlt sich noch im Recht. So, da sie alle Drogen nehmen und auch schön primitiv sind, weiß dieser dumme Burger auch nichts mehr. Ne? Also ich erinnere nochmal, Burger fuhr vor uns mit einem 7er BMW rum, Burger spielte sich auf, Burger brach in unsere Wohnung ein mit seinen Polizeifreunden und mit Gewalt, hat uns verhöhnt und wir mussten alles blanko unterschreiben und dann registrierte er uns Schläge von Burger. So, genauso treten die tollen Freunde vom Vormundschaftsgericht durch, also das möchte ich nochmal bestätigen, im Eingangsbereich des Amtsgerichts wurde ich von einer angeblichen Frau Dr. Richterin, ja, also eine Richterin, also sie hieß nicht so, halbwegs verhört. Ne? Und meine Frau wurde schon im Vormundschaftsgericht angegriffen, musste sich Fragen stellen, wie beispielsweise, ob ich mich verändert habe und all so eine Sachen, weil das war nur ein Ziel und wir sollten auch eine Wohnung kriegen, eine superschöne und auch größere in Ruhe. Es gab nur ein Ziel. Natürlich verändert sich der Mensch ständig und das wissen diese Idioten auch. Ne? Und ich habe mich verändert. Ich will hier nur noch jeden Penner haben und ich habe hier viel Zeit und habe bald viele Freunde. So, genauso mit der Polizei, was da ablief die Jahre, ne? Hackman, oh, wie heißt der andere noch? Jetzt habe ich sie vergessen. Das war unglaublich, was man da immer so mit uns gemacht hat. Ständig in der Wohnung, heute weiß ich ja Politiker. Bouffier, ich will sie haben. Und den anderen, ne, am 14.01.2010, der anweisen sollte, dass die Polizei uns verschleppen soll oder so. Wir hatten gegen 12.30 Uhr angerufen, möchte ich mal Prison sagen. So, und das ist das Problem denn von Prison, weil die löschen alles, die denken, sie sind im Recht, sie sind natürlich nicht im Recht und Prison kriegt nicht mit, dass sie nicht die Wahrheit sagen. Und sie vergessen schon alles, weil sie Drogen nehmen und weil sie sowieso keine Intelligenz haben. Das war's eigentlich. Ja, das ist ja jetzt auch wichtig so. Es war eine nagelneue Heizungsanlage. Die wurde ausgemessen und es müsste im Internet in unseren Sicherungen schon dieser Spinner sein, der da alles ausgemessen hat und diese ganzen Ableseanlagen eingemessen hat und angebracht hat. Der guckte sich immer ganz doof in unsere Wohnung um, deshalb haben wir ihn fotografiert. Das muss auch oben sein. Also hier werden neue Heizungen ausgebaut. So, da möchte ich nochmal eindeutig sagen, man versucht hier lauter Zugriffsversuche. Wir vermuten, dass man uns jetzt am Wochenende überwältigen will oder heute Freitagnachmittag oder so, ne, weil man dann unbedingt die Heizung machen will. So, alles, was ich schreibe über Miesbach, entspricht der Tatsachen und den Tatsachen und der Wahrheit. Ja, ich bin leider noch doll betäubt. Wir mussten ja gerade wieder das Treppenhaus, wo wir wieder vergiftet wurden. Das entspricht der Wahrheit, was man mit mir gemacht hat, dass man die Toilette zugemacht hat und sich hingestellt hat und ich musste meine Notdurft auf dem Eimer verrichten und Polizistbuckel zu. Das lasse ich mir noch nicht gefallen. Auch dieser doofe Hasselberg, der randalierte total an unsere Tür, weil ich war gerade in der Badewanne. Das sind hier keine Zufälle. So, man will hier nur an uns ran. An uns ran, kurz abfassen, kurz abfragen und das war dann erledigt hier. Das geht natürlich nicht. Die hängen hier alle drin. Die haben hier Manschetten. Das kann man sich nicht vorstellen. So, man versucht uns jetzt zu zwingen, jetzt soll ich unbestimmt ganz schnell einen Stasi suchen und so. Das ist doch wohl nicht normal. So, und den anderen Bengel will ich auch haben, ne? Der weiß, der mir sagen will, wann ich hier in Gefahr bin und was überhaupt Gefahr ist. Den will ich auch haben. Das ist doch wohl nicht normal. Das sollten die internationalen Geheimdienste da wohl auch erkennen, was man hier vorhat. Wir werden jetzt hier total zugemüllt. Das war ganz schlimm, was wir gestern Abend nochmal erleben mussten. Oder nicht, Nadi? Das ist doch unglaublich. Wir wurden da dreimal angemacht. Der eine kam aus dem Keller, der ist total zu gewesen. Hoffentlich kriegen wir das hoch. Der konnte gar nicht richtig reden. Voll, wir haben das alles voll wieder eingeatmet, bevor wir in der Wohnung waren. So, ich habe da keine Lust mehr zu. So, auf jeden Fall will ich Miesbach haben und alle anderen haben. Und die Stadt unterstützt Miesbach voll. Miesbach macht, was sie will. Aber endlich ist sie total fertig. Und die Wut ist da. Das ist gut, Miesbach. Die kommen dafür schön in die Psychiatrie, was sie abgezogen haben.
nichts anderes. Das ist ein Kommunistenliedchen. Das ist doch wohl nicht normal. Und ich muss mir hier von diesen Hilfsarbeitern anmachen lassen. Nochmal, Polen, wir bitten dringend um Hilfe. Das sind hier lauter Polen, die hier total doof tun und denken, die können hier was in Deutschland. Und dann kommen sie wieder nach Polen und dann sind sie die Macher da oder was. Ich möchte sofort da Namen haben und dass die da auch in Polen angegriffen werden. Sie greifen uns hier jeden Tag an. Sie lassen uns hier nicht in Ruhe, diese Idioten. So, und auch nochmal Professor Miesbach, ne? Sie sind dran. Ich möchte sofort, dass Sie Ihre Praxis schließen. Sie kommen schön in die Psychiatrie, weil Sie geistesgestört sind. So, das sollte man doch wohl mal gehört haben, oder nicht? So, und wir machen hier in aller Ruhe weiter. So, gestern brauchte ich keinen Gefechtsalarm machen. Sie haben Abstand gehalten. So wie die wieder Döller durchdrehen, mache ich jedes Mal Gefechtsalarm. Das ist mir doch egal. Wir haben hier Zeit. Sie kommen in die Psychiatrie. Nichts anderes. Wir nicht. So, und ich bitte dringend nochmal um internationale Hilfe. Wir müssen hier dringend weg. Die wollen uns hier nicht schützen. Die wollen hier nichts. Diese Stadt will weiter durchhalten. Das ist unglaublich, was hier los ist in den Behörden. Und was da rumhängt. Und wie die verdrängen und wie die tun, als wenn das rechtens ist, was die gegen uns gemacht haben. Das lasse ich mir doch nicht gefallen. So möchte ich jetzt nochmal ein Beispiel sagen. Wir mussten ja auch unser Vermögen angeben und so. Da mussten wir im Gericht so einen Antrag holen, damit wir umsonst einen Anwalt konsultieren können. Also das bezahlt ja die Stadt. Der hörte nicht auf. Der wollte nur alles wissen von unserem Vermögen. So, wir sind dann gegangen und haben darauf verzichtet. Das war nicht nur einmal so. So, und diesen Penner, den möchte ich noch unbedingt haben. Der war total fertig, dieser Idiot. So, und dieser angebliche Mann von Miesbach, wenn Bertsch sein Herointrippi hat, dann hat Bertsch sogar schon mit diesem Idioten Ähnlichkeit. Natürlich ist das dieser Heroinkonsum. Danke.